Ein neues Wochenende und einen herzlichen Hallo! Ein herzliches Hallo an euch alle. Ihr seht, ich weiß nicht warum, aber das wird einfach nicht gebaut. Ich weiß nicht, ob das zu weit weg ist. Ich weiß, hat der einen Radius, der Schreiner? Wahrscheinlich nicht. Weil hier unten arbeitet er ja auch. Und naja, das ist schon naja, ein kleines bisschen weiter weg. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass irgendwann auch hier endlich mal unser Architekt komplett fertig gebaut wird. Die Dächer müsst ihr eigentlich selber bauen. Manchmal baut das hier noch nicht. Die Ressourcen hat er auf jeden Fall. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber wir werden jetzt uns Richtung Klerus machen. Sind mittlerweile auch wieder ein paar Kinder geboren worden. So, und jetzt müssen wir uns nur überlegen, wen wir rausnehmen. Ihr seid beide erwachsen, ne? Ich hätte gern jemanden, der blau gut ist. Hier zum Beispiel, die beiden. Aber ihr ihr arbeitet beide auf der Farm. So, mit wem bist du verheiratet? Mit niemandem. Sigar könnte man nehmen. Schreinerin. Amaltulda. Amaltrude. Amaltulda, wow. Dann nehmen wir Amaltrude. Zum Klerus schicken. Ihr seid alle verheiratet. Komm, dann nehmen wir noch Richbot. Ja. Nehmen wir noch Richbot. Ich hätte eigentlich ältere nehmen sollen. Egal. So. To my Klerus. Dann sollen wir spenden. Gewähren. Klerus. 3 Gold. 5 Silber. Und normale Mahlzeiten. Und dann werden wir... Oh, ich habe gar nicht mehr so viele. Uns jetzt an die Quartiere machen. So. Also. Ich glaube, wir bauen den Klerus. Bauen wir den hier hinten? Oder hier unten? Hier wäre natürlich auch nochmal riesen viel Platz, ne? Ich glaube, ich baue den Klerus dann hier hin. Dann machen wir uns mal so einen kleinen Eingang. Also Eingang in Anführungsstrichen. Na, warte mal. Machen wir uns hier so einen kleinen rein. Weg rein. So, Quartiere. Ja, 20 mal 15. Ich finde es übertrieben. Wobei sehr, sehr viel dazu kommt. Na komm, dann machen wir die 20 mal 15, so wie es vorgegeben ist. Eine Schreinerfamilie haben wir. So, wir brauchen also Betten, Kochtische, Brunnen, Regale, Fässer, Hackplatzbrot, Speicher, Lagerfeuer. Okay, also wir brauchen eigentlich nur das Standardprogramm. Wir bauen einen kleinen Garten. Ist ja viel zu groß, ich weiß, aber egal. So, einen kleinen Holzzaun, die kommen weg. Mach erstmal die Eingangstüren. Da geht's in den Garten. So, dann brauchen wir also eine Küche. Die muss aber, glaube ich, nicht so groß sein. Und wir brauchen Schlafräume. Mal gucken. 1, 2, 3. Das ist zu schmal. 1, 2, 3, 5. Machen wir es so. Schlafraum muss eh groß werden. Das ist ein... Also das kennen wir ja schon. So, dann Dach drauf. Boden. Ich mache erstmal Fichtenboden.
Wir werden das später natürlich wieder in Steine umwandeln. So, jetzt frag mal. Ist die Tür hier, ne? Frag mich. Ich habe keine Ahnung, wo das andere hinkommt. Was? Ich weiß nicht, was ich sagen will. Egal. Also, wir brauchen Betten. 1, 2, 3. Ich mache erstmal nur 6. Kann man später immer noch erweitern. So, dann der Küchenbereich. Kochtisch. Der Brunnen kommt hier oben hin. Regale. Der Hackklotz. Wollen wir hier in die Ecke setzen. Ein Lagerfeuer. Machen wir mal eins hier hin. Ich setze einfach mal kurz eins hier hin. So, die Fässer. Für Essen. Da, da, da. Bodenspeicher kommen hier draußen hin. Ja, ich denke, 4 reichen. Okay. Ein Schrank. Setzen wir mal 2 dahin. Eine Truhe. Obwohl, können wir eigentlich auch hier irgendwo reinsetzen. Kommt gleich an den Eingang. Ein Holztisch. Ein paar Holzstühlchen. Und in die Ecke kommt noch eine Standkerze. So. Achso, die kann ich nicht bauen. Ich habe keinen Wachs. So, soll aber reichen. Dann habt ihr ein bisschen was zu tun. Das Gute, in Anführungsstrichen, ist, die werden sich hier ihr Holz wieder selber schlagen. Wir können auch gleich mal testen, ob das jetzt hier auch wieder funktioniert, wenn ich einfach sage, hier, ihr kriegt noch den Wald mit dran. Die sich dann auch wieder selbst versorgen mit Essen. Hier liegt übrigens noch ein totes Schaf. Gut, das wird ein wenig dauern. Irgendjemand hat immer noch die Masern. Hier ist noch ein totes Tier. Leiche von Wild. Irgendwie so ein Adelstitel. Oder Adelsname. Leiche von Wild. So, hier fehlt noch der Boden. Gut, da hinten reden wir nicht drüber. Das sollte aber hoffentlich jetzt fertig werden heute. Warum liegt hier eigentlich noch was rum? Achso, gehört Klerus. Gehört Klerus. Gehört Klerus. Ja gut, die brauchen natürlich noch ein bisschen, bis sie alles gebaut haben. Das muss ich aber nicht übergeben, ne? Klerus ist Klerus. Mir zuweisen, Klerus, ja. Ich glaube, der eine, der Masern hat, ist vom Klerus. Schön, dass er auch gleich Sachen verkauft. Ich würde ja erstmal, ja danke, ein paar Sachen aufbauen. Ah, die Wege sind weit. Aber wir haben Zeit. Es reimt sich. Okay, er baut erstmal Schränke. Fässer, okay. Regale. Ich finde die Prioritäten immer... Also ich meine, gut, Lagerstätten zu bauen ist tatsächlich gar nicht dumm. Einfach, weil dann die Ressourcen nicht ganz so weit weg sind. Wenn man welche braucht. Also das ist tatsächlich okay. Dass man jetzt den Zaun da als erstes baut, das kann man überdenken. Das hätte ich jetzt zum Beispiel somit als letztes gebaut. Aber ich möchte den Leuten ja auch nicht vorschreiben, was sie zuerst bauen sollen. Ne? Die sollen ja selber hier leben und gelebt werden. So, Karawane. Ja, der Masernboy. Weiß gar nicht. Also, die heilen sich irgendwie selber. Gerade hat auch einer Tollwut gehabt. Weiß nicht, ob man das in der Aufnahme noch gesehen hat. Der ist aber anscheinend auch wieder heil. Oder gesund. Weil er ist nicht tot. So, Geselligkeit ist mal sehr gut. Was bringt denn Selbstverwirklichung? Wo ist denn hier die Hilfe? So, das ist unwichtig. Gaststätte. Ach, wo war denn das? Familienzone, Lehnstreuer? Nee, Ressourcen. Leute wahrscheinlich, oder? Das Betrachten von Kunst und Statuen bzw. Theaterbesuche. Okay.
Ich weiß, wir haben eine Statue im... Oh, jemand ist schwanger. Im Lager stehen. Ich kann die aber noch nicht bauen. Alter, das ist nicht dein Ernst. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muss ich schon wieder ein Bett bauen? Oh, das Dach wird gebaut. Es geht doch voran. Guck doch mal in der Schau. Die Wand ist irgendwann... Ah, da ist er doch. Er ist eine Sie und hat eine einzige Wand gebaut. Okay. Ja. Okay. Eine einzige Wand. Aber es wird gebaut. Das ist viel wert. So, dafür wird der Boden hier nicht gesetzt. Schwierig. Schwierig, schwierig. Gut. Das wird alles gezimmert. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob das Geld reicht. Aber das werden wir sehen. Ich finde, ihr solltet euch noch eins von den Bodendepots bauen. Ich meine, das Problem ist, die sind leider nur zu zweit, ne? Deswegen wird das hier eine ganze Ecke dauern. Ah, wunderbar. Nee, da wird es erstmal entfernt nur, ne? Ja. Ah ja, und die Schreiner bauen hier den Boden. Okay, das ist ja schon mal Arbeitsteilung. Das ist doch sehr gut. Da kommen die nächsten. Wahrscheinlich nochmal Schreiner. Ja. Ich meine, da werden immer ein paar Aufträge schon mal erledigt. Trotzdem, wie werden die Schreiner bezahlt? Kriegen die pro erledigte Arbeit Geld? Also, weiß ich nicht. Wenn die hier eine Bodenkachel setzen, dann kriegen sie, ich sag mal, einen Kupferling dafür. Oder wie funktioniert das? Bin mir tatsächlich da noch nicht so ganz sicher, wie das aussieht. Also ich meine, die bekommen anscheinend schon ihr Geld zusammen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich viel immer ist. So, wunderbar. Also jetzt fehlt nur noch die Wand hier hinten. Dann ist das fertig, hier ist alles fertig. Und dann könnte man sich theoretisch unten an den Quartieren ausleben. Wobei es da auch tatsächlich immer nur um Boden geht. Ach nee, die Wände müssen sie ja auch bauen, stimmt. Also die Schreiner haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Mal, eine Wand steht schon. Naja, besser als nichts. Zwei Bretter. Sehr gut. Das ist nicht unclever. 200 Eicheln. Ach, und du verkaufst ja auch immer noch, ne? Stimmt, das ist natürlich auch ein herber Nachteil, dass der eine Kollege da ja immer noch zum Marktplatz hochrennt und da seine Eicheln verkauft. Jut. Na, es läuft. Muss ich mich erstmal nicht drum kümmern. Hauptaufgabe werden wir auch nach und nach weiterverfolgen. Haben wir hier noch irgendwelche Sachen über? Nee, ne? Ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne ein großes Lagerhaus bauen wollen. Wo ich alles mal so ein bisschen nach System umbaue. Ich würde das... Verhüttung ist verkehrt. Brauche ich erst jemanden, der mir hier den Berg wegreißt. Schade, dass es nicht so ein Dings-Modus gibt, wie bei... Prison Architect, so ein, wie heißt es denn? Blueprint-Modus, also wo ich ja erstmal alles vorzeichnen kann. Weil dann hätte ich mir überlegen können, wie groß das hier sein muss. Was ist das denn hier eigentlich? Rostiger Bücherschrank. 20 Kilo? Egal, Laden. Ich würde es wahrscheinlich auch hier hinsetzen, das Lagerhaus. Also, es heißt der Speicher, nicht Lagerhaus. Der zentrale Speicher, in dem Waren und Materialien in deinem Besitz gelagert werden. Du benötigst mindestens einen davon. Empfohlen 12×12. Also, wenn ich das jetzt hier so baue...
Speicher. Dann würde ich das mit Holz umzäunen. Holztür rein. Wobei, da können wir auch mehrere Holztüren setzen. So, und dann... Ja, dann geht's los. Ich baue das jetzt einfach mal nach gut dünken. So, Regale. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, jetzt habe ich Läden gebaut, ne? Warte mal, stopp, stopp, stopp. Mann, nein! Was brauche ich denn hier? Regale. Ich glaube, Regale sind verkehrt. Ne, Regale sind richtig. Alles gut. So, Schränke baue ich einfach mal so gegenüber. Eins, zwei. Glaube ich wieder eins zu viel. Dann Fassschienen. Müssen wir vielleicht so bauen. Normale, also normale, kleine Fässer. Machen wir mal 6 davon. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Silos, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man die... Warte mal, wir bauen es mal anders. So, und jetzt kommen die kranken Sachen, nämlich Bodenspeicher. Lass das erstmal so. Ach, hier Bücherschränke. Haben wir die gebaut? Schrank. Regale. Nee, Bücherschränke muss ich nochmal extra bauen. Die können wir aber mal so setzen. Oder warte mal. Ich denke, das sollte ausreichen. Und als Boden machen wir einfach Eichenboden. So, Dach drüber. Ich glaube, das Dach wird nicht halten. Ja. Da müssten wir Stützbalken setzen. Aber was ist denn, wenn ich... Ärgerlich. Warte mal, dann müssen wir die Fassschienen nochmal umbauen. Ich denke, 3 sollten auch ausreichen erstmal. So, jetzt müsste aber das Dach aufpassen, oder? Ja. Ein Kind wurde geboren. Da drüben. Und ihr seid zu 5. Ach so, weil einer ja in die Dings gegangen ist, ne? In den Klerus. Ist da mittlerweile eigentlich schon mal was gebaut? Nee. Also die Wände werden nach und nach gebaut, das ist gut. Das nicht. Okay. Ist auch noch nichts abgehakt worden. Weiter. Monströses Lagerhaus, ne? Schon mal ein bisschen was anderes als das hier. Achso, ein Verkaufsdings muss ich auch noch bauen. Warte mal, ich glaube, so viele Truhen werden wir nicht brauchen. Ich denke, das wird ausreichen, wenn wir hier unten nur 3 Truhen erstmal haben. Wir können ja später, wie gesagt, immer noch vergrößern. Oder wir bauen halt mehr. Ja, man hätte es effektiver bauen können. Aber ich glaube, für den Anfang sollte das erstmal ausreichen.
Zumal ja auch viele Sachen da noch bei den einzelnen Familien gelagert werden, ne? Also das ist ja hier wirklich nur, naja, das Minimum, was für uns selber irgendwie noch zur Verfügung stehen sollte. Eine Maurerfamilie. Nee, die brauchen auch den Dings erst. Ach, wie heißt's? Naja, hier. Den Bergmann. Wer ist denn der? Bergbauer. Schürfer. Den Schürfer brauchen wir. Der wurde mir schon mal angeboten. Den habe ich aber abgelehnt. Das war die allererste Familie. Das war aber, boah, das ist schon Ewigkeiten her. Das war gefühlt letztes Jahr im Frühling. Also kurz nachdem die Taverne fertig gebaut wurde. Und da habe ich natürlich noch abgelehnt. Weil, ja, war mir zu früh. Ich hoffe, dass irgendwann eine Schürferfamilie nochmal kommt. Aber ich bin optimistisch. Wer schläft denn hier im Wald? Richbot Samuels. Der Richbot. Sehr lustiger Name. Ist das hier hinten fertig? Jawohl, perfekt. Nein, eine Wand muss noch zu Ende gebaut werden. Also zu 99% nur fertig. Die Schreiner haben jetzt leider erstmal einen anderen Auftrag, aber ja, wird schon. Das wird schon. Die können sie erstmal voll ausleben. Was ist denn hier los eigentlich? Sieht der Holzstuhl so kaputt aus? Ist der kaputt? Sieht fast so aus, ne? Hm, komisch. So, dann rupst mal alles weg. Ein paar Wände fehlen noch hinten. Ein bisschen Boden fehlt noch. Ja gut, und hier noch ein paar Sachen zum Lagern. Ich weiß gerade nicht, wo die Priorität liegt, aber ich glaube fast im Abbau von den Bäumen. Füllt ja unsere eigenen Lagerabstände auch gleich nochmal auf, also alles hervorragend. Bisschen unsymmetrisch. Ein bisschen unsymmetrisch ist das Ganze. Aber egal. So, dann werden wir gleich den Lagerplatz da unten auflösen, den Startpunkt. Das können wir einfach so als Zentrum vielleicht lassen. Können wir vielleicht ein bisschen verschönern, die Ecken begradigen. Ja, wir werden schon was Schönes basteln. Muss man ein Lagerfeuer da reinbauen? Eigentlich nicht, oder? Bei Lagerfeuern immer so ein bisschen unsicher. Schwangerschaft. Wer ist es? Es ist... Oh Gott. Schreinerfamilie. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, müssen wir leider ein neues Bett bauen. Also was ist leider? Eine Familie leidet unter Geldmangel. Die Toms. Die Toms haben kein Geld. 6 Silber. Ich möchte Folgendes kaufen. Alles. Und möchten 212 Basis-Reparatur-Kits verkaufen. Wir könnten denen ja eigentlich mal welche abkaufen, ne? Dann haben sie ein bisschen Geld. Seid ihr die Toms? Ihr seid die Toms. So, da hat jemand ein einziges gekauft. Und wir kaufen euch mal 100 ab. Dann habt ihr wieder ein bisschen Geld am Start. Und ein Stein. Ein bisschen Stroh. Das dürften die Holzfäller sein. Die Woodlocks. Jawohl. Der Klerus. Verstehe ich nicht. Tiere zum Verkauf, ein Rind. Alter Schwede.
9 Gold, 32 Silber. Ein bisschen Kupfer. So, komm. Macht mal vor allen Dingen die Dinger hier fertig. Oh, ein Lehm. Ich habe kein Lehm, oder? Na, doch, ich habe Lehm. Aber warum produziere ich dann die Behältnisse nicht? Das ist mir auch noch ein Rätsel. Und hier steht noch einfach ein Karren rum. Hört Humbles. 50 Bretter. Können wir gar nicht einlagern. Ist auch ein bisschen komisch, weil wir haben ja eigentlich einen großen Speicher. Also theoretisch müsste der Karren einfach nur hier reingeschoben werden. Weil Lagerplätze haben wir jetzt für die ganzen Sachen. Eine neue Karawane trifft ein. Gerald Ümme. Gut. Das ist fertig. Sehr gut. Also. Ah, finally. Da fehlt nicht mehr viel. Hier oben haben wir alles soweit fertig. Ich muss darauf achten, dass bald neue Jahreszeit ist. Und wir das hier wieder ändern. Da gehen die Kühe wieder in den Wald. Ihr habt doch ein bisschen viel Kühe, kann das sein? Ja, ein Rind zu viel, immer noch zwei Schafe zu viel. So, was fehlt hier? Einfach nur Bretter. Alter, hier stehen noch 50 Bretter rum. Nochmal Notvorrat. Nimm doch nicht ein Brett, nimm doch alles bitte mit. Oh, eine landwirtschaftliche Familie. Mm. Ah, oh, ich weiß es nicht. Eigentlich ja. Ja, ja, komm. Ja, gerne. Eine landwirtschaftliche Familie Nummer 2. Tja, wo bauen wir die hin? Ich wäre fast dafür, das Haus hier hinzubauen. Und hier die Farm. Die würde ich dann nicht ganz so groß machen. Und diesmal, also diesmal nicht. Da würde ich dann auch auf Tiere verzichten. So, warte mal, wir bauen erstmal ein kleines. Ach, weiß ich. Wo schon die Verbesserung? Warte mal. Dann Haus, Klein, Holz, habe ich das so genannt? Ich weiß es nicht mehr. Und ihr kriegt einfach hier hinten noch die Ecke, plus das hier vorne. So, dann Haus, Klein, Holz. Kurz überlegen. Ich setze es. Ja, setzen wir es hier hin. Wie immer natürlich ohne Wege. So, bettenmäßig. Müssen wir die Familie mal angucken, aber wahrscheinlich ein Paar und genau, ein einzelnes Kind. Also kommt das raus und das und das und wir bauen es so. Ja, wenn hier irgendwann noch ein Pärchen dazu kommt, dann passt das ja. Okay, übergeben an die Cooks. Die Cooks würde ich aber gern umbenennen. An die Ronalds. So. Und ihr kriegt natürlich auch eure kleine Farm. Ackerland. Wie gesagt, das würde ich nicht ganz so groß diesmal machen. Ich muss es trotzdem einschließen. Oh.
Und ich brauche einen Eingang noch. Und ja, Ackerland. Bisschen Platz vorne würde ich lassen. Weg durch und dann brauchen wir einfach nur so ein bisschen was zum Ummodeln. Also hier so ein Dreschplatz. Kommt mal hier in die Ecke. Obwohl, warte mal, können wir auch hier hinsetzen. Butterfass macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Baum braucht er auch nicht. Silos brauchen wir auf jeden Fall. Und Fässer brauchen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das müsste es dann auch schon gewesen sein. Abdeckerei braucht kein Mensch. Kochtisch, Kessel brauchen wir alles nicht. Ihr macht wirklich nur rein das Ackerland. So, 10%. Ja, es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt noch Sachen anzubauen. Ihr könnt das Ackerland mal so fertig machen, aber anbauen werdet ihr jetzt nicht mehr. Weil Tag 14 lohnt nicht. Achso, warte mal, ich soll es euch vielleicht auch mal geben. Die Richard. Ronalds. Ronalds. Ein Kind wurde geboren. Ein neuer Architekt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was der Architekt macht. So, hier sieht's ja schon ganz okay aus. Aber das werde ich jetzt einfach mal weiter durchlaufen lassen. So, hier ist alles gebaut. Auch das werde ich schon mal umziehen in der Zwischenzeit. Und wenn wir, ich würde sagen, hier die Farm fertig haben und unten vielleicht den Klerus soweit fertig, dann werden wir uns wiedersehen bei einer weiteren Folge Lords and Villains. Lords and Ladies. Nein. Das war was anderes. Bis dahin, habt einen schönen, ich glaube, Samstag, ne? Adios.